Körperteile wahrscheinlich nicht gefährlich, denn wenn Mustafa Balkan was anfängt, dann ist es nicht gefährlich. Zumindest für andere nicht und für ihn auch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall sehr atemberaubend aus. Und bevor wir hier doch noch was abkriegen von dieser Schwert-Performance, ja, würde ich sagen, räumen wir mal lieber das Feld. Hm? Ja. Einen tosenden Applaus bitte, ja? Uhu. Kim Jong-song ist heute bei uns, der Grandfather of Schwertkunst, und er wird uns heute einiges zeigen. It's very nice to have you here. Er spricht nur Englisch. Very nice to have you here. How are you doing? Yeah, I am fine. Very good. You're very good. Your homeland is Korea, and now you're here in Germany to show us everything about the swords. What is your next step? Yeah, next day, the next month, I will go to the Smolensk in Russia, and after finish the event, and then I will move to the Helsinki in Finland, and I will stay there just one more week, and then I will get back to Korea. Wow, er hat also ziemlich viel vor sich in der nächsten Zeit, wo er noch hinfliegen wird. And how many countries do you visit in one year? Yeah, one year, every month, just one or two countries I visit, and I make a Hedongum event. So maybe more than 10 countries every year, yeah. Okay, also er besucht im Jahr mehr als 10 verschiedene Länder, und jetzt ist er hier in Deutschland bei Mustafa in Bochum, hat dort einen Workshop gegeben und wird uns hier auch einiges zeigen. So, what are you going to show us right now? Right now, just we call this one Gyurugi. Just this is a sparring. Just this is kind of creative sparring system. Just with one sword, I'm gonna show that one first. And next is I just show just a little bit. Poems. Yeah. There is many kind of poems in Hedongum training, but today just I'm gonna show just with two sword system poems, just a little bit. And then next is just without a weapon, just we call this one Gimu. I'm just gonna show just Gimu with all together. Okay, ich würde sagen, Mustafa, du erklärst das vielleicht nochmal ganz kurz auf Deutsch, was ihr jetzt genau machen werdet. Ich gehe zurück zum Schreibtisch, denn dort sitzt auch noch Raven, eine Frau, die diese Schwertkunst betreibt, mit der ich gleich auch noch schnacken werde. Ich gebe dir das Mikro und dann sprechen wir uns gleich. Okay, kurz gesagt, Großmeister Kim Jong-song wird uns drei Aspekte der Kampfkunst zeigen. Sprich, er wird uns erstmal einen Kampf zeigen, einen Blocken-Counter. Und dann als zweites wird er uns eine Schwertform zeigen mit zwei Schwertern, die eigentlich relativ sehr schwer ist. Als drittes wird er eine Meditationsübung zeigen, die nennt sich Kimu, die Großmeister Kim mit mir und Raven zusammen machen werden. Ich glaube, das sind die Sachen. Ja, ich komme hier leider gerade nicht rein. Nee, ist okay. So, jetzt. Jetzt habe ich auch wieder Turm. Großartig. Ich würde sagen, ihr fangt einfach mal an. Du kannst mir das okay, gibt Keule. Geben. Genau, an Raven und dann geht's los. So, Raven, jetzt stelle ich dich auch noch mal ganz kurz vor. So, mein Mikrofon. Heute läuft alles nicht. So, jetzt aber. Jetzt stelle ich dich auch noch mal ganz vor. Du bist eine der wenigen Frauen, die diese Sportkunst betreibt. Wie bist du dazu gekommen? Dazu gekommen bin ich eigentlich auch erst durch den Mustafa, der das ja jetzt auch schon seit 2006 betreibt. Und ich finde halt, es ist für die Frau eigentlich eine super Sportart. Also es sieht ja wirklich auch elegant aus, es hält trotzdem fit. Selbst das Kämpfen macht Spaß. Wobei ich sagen muss, dass die Frauen auch eigentlich nur in Deutschland so wenig sind. Also in anderen Ländern wie Schweden oder Finnland sind die Frauen wesentlich stärker vertreten und sind auch wirklich richtig gut. Was hat es jetzt zum Beispiel mit den Lauten auf sich? Das ist die Energie, die er rauslässt. Also immer die Kraft und der Elan. Jedes Mal, wenn er einen Schlag ausgeführt hat und die Kraft rauslässt. Und dann wieder locker lässt, entspannt und zurückführt. Das sind ja alles ganz schön fließende Bewegungen. Ist das nicht total schwer? Es ist Übung. Also ich bewundere das auch, wenn ich ihn sehe. Er ist natürlich wirklich sehr gut. Das ist faszinierend, ihn zu beobachten. Das ist auch eine Geschwindigkeit, die er hat. Das ist Wahnsinn. So, Mustafa, dir gebe ich mal das Mikrofon. Was können wir denn jetzt genau von ihm sehen? Jetzt zeige ich dir eine Schwertform mit zwei Schwertern. In dieser Form fängt er erstmal an, das Schwert zu ziehen. In der Kampfbewegung zu gehen. Jetzt zeigt er einen Angriff. Er ist so, dass eine Form
Er zeigt mir, dass es gegen mehrere Gegner auf ein Schlachtfeld geht. Im Japanischen geht es immer mal 1:1. Und in der koreanischen Schwertkunst geht man davon aus, dass es viele Gegner auf dem Kampffeld sind. Und ich muss jetzt gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen mit 2 Schwertern. Das sieht eigentlich so auf den ersten Blick ziemlich einfach aus, aber es täuscht wahrscheinlich unglaublich. Oh, das ist so scheiß schwer. Wenn ich das wirklich könnte. Und das ist wirklich jetzt ein hohes Level. Aber man müsste sich jetzt vorstellen, man hat jetzt wirklich 2 Schwerter in der Hand. Echte Schwerter, die sehr, sehr, sehr scharf sind. Und man darf das Schwert nicht mit dem eigenen Körper berühren, sonst blute ich. Und das ist super schwer. Okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich alles, um diesen Sport zu machen? Wirklich nicht viel. Ein Holzschwert. Ja, gut, zum Training natürlich auch die Kleidung. Es ist so, dass zum Beispiel Großmeister Kim einen ähnlichen Rock anhat, um im Kampf eigentlich nicht die Füße zu zeigen, in welcher Richtung ich gehe, um einen anzugreifen. Meine Schritte werden da verborgen. Okay. Gehörte das jetzt gerade schon zur Meditation? Ihr wolltet uns, glaube ich, auch noch eine Meditation zeigen, weil das war jetzt der Schwertkampf an für sich. Und jetzt gibt es noch die Meditation. Genau, die jetzt kommen wird. Okay, müssen wir dafür ruhig sein? Braucht ihr die Musik noch ein bisschen lauter? Musik ein bisschen lauter, ruhiger sein und wir brauchen Raven. Ihr braucht Raven? Ja, gut, pass auf, dann stöpsel ich die Raven ganz kurz ab. Das kannst du dran lassen, ja? Das ist gar kein Problem, man hört dich jetzt nur nicht. So, alles klar. Also das ist die Meditation in der Schwertkunst. Und jetzt sind wir alle einfach mal still, würde ich sagen. Und du kannst gerne die Musik lauter machen, Simon. Euch alle. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kim Yong-Song, Merry, Merry Thanks and we wish you a lot of luck. Thank you very much. Danke. Raven, auch dir herzlichen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Lifestyle.